1,70 Meter groß und 23 Jahre jung. Anssi Suhonen ist beim Hamburger SV eher ein ruhiger Charakter, der aber durch seinen unbändigen Willen hervorsticht. Dem hat er es unter anderem zu verdanken, dass der Finne am Donnerstagabend wohl sein bisher größtes und bedeutendes Spiel seiner noch jungen Karriere bestreiten wird. In der stimmungsvollen Hölle von Cardiff treffen die Finnen mit Suhonen auf Wales. Sollte das Team des Mittelfeldmannes gewinnen, dann treffen sie am kommenden Dienstag im Playoff-Finale auf Polen oder Estland und hätten dann Heimrecht. Suhonen ist nach seinem Wadenbeinbruch zurück und in guter Form. Auch der neue HSV-Trainer Steffen Baumgart hält viel von dem Finn und wechselte ihn deshalb in allen 4 Partien unter seiner Leitung ein. Auch beim letzten Spiel gegen Wien Wiesbaden kam er in der 71. Minute für Jatta aufs Feld und brachte neuen Schwung. Ein Torschuss, 2 Vorlagen, 5 von 7 Zweikämpfen gewonnen. Es ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Suhonen fühlt sich wohl im Volksparkstadion. Wenn die Finnen die beiden nächsten Spiele gewinnen, fahren sie zur EM. Für den 23-Jährigen würde das bedeuten, dass er ein Heimspiel hätte. Die Finnen würden dann bei der Europameisterschaft am 16. Juni im Volksparkstadion auf die Niederlande treffen. Doch erstmal muss am Donnerstagabend der erste Schritt gemacht werden in dem wohl bisher wichtigsten Spiel für Suhonen.